Montag, da. Hallo. Hallo. Bandidos im Anmarsch, Feuer frei. So, dann weiter geht's. Wir haben ja ein bisschen was zu erledigen. Vor uns auch, Kaelin. Relativ viel sogar. Na komm, ich fahr mal dran vorbei, dann kannst du einfach wegholzen. So, wir haben hier gerade ein wenig, also abgesehen von den Netzproblemen, also vom Netcode, der ein wenig rumspackt, das Problem, dass wir hier noch jemanden eskortieren müssen zum Flughafen. Hoffen wir mal, dass das alles gut läuft. Dass wir ein bisschen was weghauen können noch. So, aber es scheint jetzt wieder ein wenig Ruhe eingekehrt zu sein. Das ist doch schön. Für den ersten Moment. Ja. Yo, spawnt doch einfach neben uns. So, da hinten ist auch noch ein Hubschrauber, genau. Der könnte da auch mal weg. Working in progress. Vor uns. Hast du ihn gerade aufgehalten? Nee. Der ist, ich glaube, noch nicht so ganz sicher, wo er hinfahren möchte. Flugplatz voraus. Beschützt Pulpo, bis er angekommen ist. Wenn du seine Karre schrottest, ne? Ja, ja, deswegen. Na dann, steigen Sie mal da ein, ne? Hauen Sie ab mit dem Hubschrauber. Guten Flug. Bowman, Pulpo hat den Flugplatz von Barbechos erreicht und fliegt nach Mexiko. Sehr schön. Svenio vertraut Pulpo. Nidia hat also Ärger. Jetzt wird Santa Blanca seine Geldwäscheaktivitäten noch einmal ganz neu aufziehen müssen. Weitermachen. Verstanden. Wir melden uns. Nomad Ende. Pulpo ist sicher. Wiederhole, Pulpo ist sicher. Verschwinden wir. Noch ein Video. Sehr schön. Das schauen wir uns dann direkt mal noch an. Keine Ausreden. Wir wollen unser Scheißgeld, Aura. Nidia kümmert sich darum. Svenio? Müssen wir hier etwas ändern? Nidia ist schon seit Jahren eine unserer Besten. Zu viele Jahre. Sie hat ihre Motivation verloren. Ich hatte viele Buccionis kommen und gehen sehen. Als König verlierte man ab und zu Ritter. Doch Nidia Flores war anders. Ich hatte sie schon früh unter meine Fittiche genommen. Sie war für mich das, was einer Tochter am nächsten kommt. Sie war meine Reina. Wenn ich sie an die Wölfe verfüttere, würde ein Teil von mir mit ihr sterben. Ihr kriegt euer Geld, Celohuro. Ich verbürge mich. Enttäusch uns nicht, klar? Sostén tu palabra. Interessant. Da gab es wohl ein wenig Stress. So, dann schauen wir mal. Schmuggel. Was haben wir denn noch? Also, wie gesagt, hier wäre halt noch eine ganze Menge zum Einsammeln, aber das würde ich, glaube ich, dann in den Streams mal machen. Bist du? Nee, du bist Sicherheit. Wo haben wir denn noch Schmuggel? Da oben wäre noch Schmuggel. Mit 4. Und da wäre Schmuggel mit 4. Aber richtig geiles Flugzeug. Erstmal Mörser drauf. Da links Mörser 4, Mörser 4. Ah, Schmuggel 4 meine ich. Ja. 1, 2, 3 mal. Ja, nehmen wir einfach das nächste Schmuggelding. Ist ja jetzt egal, ob jetzt Remanzo oder Mojokuyoko. Nee, Mojokuyo. Das liegt ja. Da, nehmen wir einfach mal das. Flugzeug. Ich habe gerade einen Monolog über Flugzeuge erhalten. Du kannst sogar mehr wie nur 2 einsteigen, oder? Ja. Dann schauen wir mal. Ah. Du musst hinten einsteigen. Sucht wer eine Quest aus? Ich habe A markiert, A oder B, also
Nee, B kann sogar weg. Also A. Wo ist denn das A? Da oben. Ah, da ist A. Machen wir erstmal die Schmuggeldinger fertig. Bei mir drehen sich nur die Reifen, aber nicht die Rotoren. Ne? Ich will es kurz anmerken, das ist ein bisschen schräg. Fühlst du dich unsicher? Bei mir ist es dunkel, ich würde die Reifen gar nicht sehen. Ja, jetzt sehe ich es auch nicht mehr. Zum Glück dann schön. Es ist echt schräg in dem Flugzeug, du hörst nichts, nur den Wind, ne? Ja. Ein Segelflugzeug. Genau. Ja, das wurde alleine startet, ja. Alles klar. Ja, ist ja auch schön, dass wir mal hier Segelflugzeuge eingebaut haben. Warte mal, gab es nicht in irgendeinem Spiel Segelflugzeuge außer dem Flugsimulator 2017? Es gibt keinen Flugsimulator 2017. Oh mein Gott, dann habe ich da auf dem Markt etwas Falsches gekauft, yo. Für 100 Euro. Ja. Ich dachte schon, dass das Cover aus Wachsmalstift, das kann nicht echt sein. Das, es wird echt Zeit, dass Microsoft einen neuen Flight Simulator bringt, weil der letzte ist ja aus 2007, 2004, 2007, sowas. Ja, ist vielleicht halt. Kannst du überhaupt irgendwo einen Landeplatz findest? Ich denke halt, der Markt ist einfach noch nicht so da. Oder nicht mehr da, sagen wir mal so. Was das angeht. Seid ihr ausgestiegen? Nein. Patsy fliegt halt nur so komisch. Es ist schräg, ich sehe ihn nicht im Cockpit und ich seh nicht die Rotoren drehen. Das heißt, wenn jemand aussteigt, außer Peace jetzt, das sehe ich das nicht. Oh ja, komm, das könnte ja ganz gut funktionieren hier. Ah, sehr schön. Frontal gegen den Baum. So, sehr leise gelandet. Dann gucken wir, was ich die Frau... Ich hab echt nichts gehört. Ja, was die Frau Bormin zu sagen hat. Die schaffen da einen Arsch voll Kokain durch. Das ist ein Transitpunkt. Von Mochokoyo geht und es nach ist lauter Coca-Pflanzen. Und wer kontrolliert das? Keine Ahnung, aber ich weiß, wo das Kokain ist. Leute, ich weiß, wie wir mehr Geld verdienen können, als diese scheiß Einsätze zu machen. Ja, ja. Das ganze Kokain. Oh, yeah. So, verstecktes Kokainlager. Taktikkarte. Oh, das sind sogar relativ viele. Wir hätten rechts, links und oben eins. Was wollt ihr? Ich würde direkt rechts machen. Gut. Rechts ist immer gut. Wir wissen, ist aber recht weit weg. Wir verstecken in Mochokoyo. Lokalisieren und zerstören 800. Die Verstecke, damit wir Druck auf den Butchon von Mochokoyo ausüben können. Hm. Ah, 700 Meter, gucken wir, ob wir da irgendwas Fahrbares finden. Nee, ich habe was Fahrbares. Ah ja, da hinten ist was, stimmt. Patzi, bist du schon da? Ja. Jetzt. Eingestiegen auch? Ja, ja. Okay. Dann mal los. Dann kann ich ja schon mal hier die Dings wieder entfernen. Oh, was geschieht denn da in dem Auto, Unanständiges? Das willst du gar nicht wissen. Ja, glaube ich auch nicht. Ah, Vorsicht. Da ist Kaktus. Okay. Das heißt Kakteen. Nein, ich meinte schon dich. Ah. Gibt's auch was zum Informationsgedöns. Na gut, scannen wir mal. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Da sind noch welche. Ich sehe eine kleine Gruppe. Hey, Sniper auf dem Dach. Mhm. Sniper auf dem Dach. Eine kleine Gruppe Feinde. Welchem Dach?
Lyrik. Erledigt. Ja, ich glaube, das waren alle. Ja. Jetzt. Oh. Gut. Hi. Du kommst mal her. Pinche cabrón. Wie bitte? Keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Ich sag, was ich weiß, aber du mir nichts. Wer besser für dich? So, und wo können wir jetzt das zerstören? Ich würde erstmal hier ein bisschen sammeln. Was haben wir denn hier auch Schönes? Fette Flatscreen. Meine Nase juckt. Ah, okay. Kratz sie mal schön. Mein lieber richtig. Schatz, wenn's juckt, dann kratz. Richtig tief reinbohren. Hol alles aus den Schläuchen. Ja. Ja, wo ist jetzt das Kokain? Tja. Oh, wahrscheinlich da in der Lagerhalle, ne? Ja, wow, surprise. Das war knapp. Ich habe keine Granaten mehr. Oh, ich habe fast was Besseres. Ziel zerstört. Verschwinden wir. Bald können Sie den Scheiß nirgendwo mehr verstecken. Gut. Dann auf zum nächsten. Auf zum Atem. Ach, hier wäre aber auch noch ein Fertigkeitspunkt. Ach nee, oder? Sollen wir den mitnehmen? Mir egal. Gut. Ich bin für alles offen. Da Christian sowieso, ja. Du kennst mich ja, ne? Dann schauen wir doch mal. Patzi, du sitzt drin, oder? Ja. Ja, so wie du rumbackst, sitzt du drin. Oh, das war echt nix. Interessant. Er ist mehr buggy wie Bugs Spencer, ne? Spucky, mehr buggy als Bug Spunny. Weg, weg, weg. Give me that. Danke. Give me that, only that. Ah, ich hätte rappen, so gut bin ich. So, und dann jetzt aber mal. Wir wissen von mehreren Kokainverstecken in Morokoyo. Lokalisieren und zerstören Sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Boot schon von. Oh, da wäre aber auch noch ein Ding, sehe ich gerade, eine Kingslayer-Akte, die habe ich ganz übersehen. Verdammt. Was? Und eine Legende. Ich glaube, da habe ich auch drauf geparkt. Versehentlich. Nein. Es tut mir leid, ich habe, glaube ich, auf eurer Legende geparkt. Legende Boah. Nehmen. Ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, habe ich irgendwie Lust, wieder Far Cry 4 zu spielen. Ja. Ich mache vielleicht irgendwann mal nochmal Far Cry 3 als Singleplayer Let's Play. Nachdem ja unsere Koop-Version so gut funktioniert haben, Patzi. Ja. Oder die Koop-Sessions. Das war ganz lustig. Ja. Da war Strohi dabei, oder? Genau, Strohi und Eisenseele. Genau, Eisenseele. Da erkenne ich auch Peace überraschenderweise. Ah, guck mal einer an. Aber diese Togethers, wo man bekannt wird. Ich hab keinen Abonnenten dazu bekommen, seit wir das machen. Ja. Egal. Ja, ihr seid bei mir halt ein Haufen, aber die sind halt. Also, das Großteil alles wegen Skyrim. Aber ist ja auch schön. Es macht ja auch Spaß. Du und deine Fangirls im Stream. Ja. Ist halt so. Ich meine, da kann man ja auch nicht widerstehen. Im Streamen werde ich mir auch ein 32 Zoll eben kaufen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Weg vom 21 zu 9. Ich meine, klar, es ist halt ganz schön, aber es ist halt nicht Standard und nicht die meisten Standard haben halt dann eben oben unten relativ viele schwarze Balken. Ja, und wenn du es umskalierst, dann hast du halt das zusammengequetschte. Ja, genau, und sieht es halt bei dir scheiße aus. Das ist halt auch nicht so das Wahre. Nee, dann habe ich halt links und rechts schwarze Balken, dann ist es normal. Ach so, ja. Na, nicht bei allen, bei Holz ja, zum Beispiel wird es auseinandergezogen. Ah ja.
Das schaut dann scheiße aus in Full HD. Ich sehe einen Scharfschützen. Bei der Crew war es egal und bei Forza zum Beispiel. Da habe ich dann schwarze Balken links und rechts, aber es bleibt ja dann gut, das geht ja dann. Ja. Dann nächstes Jahr wird wahrscheinlich eine neue Grafikkarte kommen. Ja, ich denke, das lohnt sich dann auch wieder. Und der Risen, oder? Hm? Der AMD Risen. Nee, Nvidia wahrscheinlich. Nee, als Prozessor meinst du? Ja. Ach so, nein, ich habe jetzt einen 6-Kern Intel. Der reicht noch 2, 3, wenn nicht mehr Jahre, ehrlich gesagt. Ja, und wie gesagt, notfalls, also zumindest beim Stream, gehe ich mittlerweile, lass ich das über die Grafikkarte encodieren. Was haltet ihr eigentlich zu dem 8-Kerner von Intel? Müsste ich mir mal noch, also ich glaube, der war relativ teuer. Ja. Von daher. What Danke. The hell? Ah, da bist du. Party. Klonk, klonk, klonk. Alter, wieso überlebst du einen Sniper-Schuss aus der Nähe, Alter? Vielleicht sind Sniper aus der Nähe eigentlich nur Mückenstiche. Ja. Und nur wenn du allergisch auf Snipers bist, dann stirbst du daran. Hier ist eine Waffenkiste. Waffenkiste. Informationen. Ja. Oh ne, ich wollte ihn nicht freilassen, ich wollte ihn verhören. Scharfschützengewehr. Ich sag, was ich weiß. Du mir nichts. Ich rede. Boom. Flup. Granate kommt, komme mierda culeros. Lager zerstört. Gehen wir. Ich will mir das Scharfschützengewehr gerade mal noch schnell angucken. Muss wiederbelebt werden. Jetzt bist du bei mir auch wieder da. Yay, es hat funktioniert. Ja. Vorteile, es wir läuft. Wir könnten Bugfixer werden. Ich will mal gerade kurz warten, mal Scharfschützengewehr. So, das neue ist... Vom Schaden gar nicht mal. Vielleicht, warte mal, Schadenhandhabbarkeit hat weniger Reichweite. Du kannst auch bei einer Waffekiste die Sachen angucken, ne? Ja, deswegen, da bin ich ja gerade dran. Nee, in der Munitionskiste bist du gerade. Ach so, ja. Es hat halt bessere Handhabbarkeit, aber es ist weniger Reichweite, von daher. Leider nicht so sinnvoll. Ich glaube, irgendwie Julian hat da ein ganz gutes gefunden. Ich weiß wohl leider nicht mehr wo. Das war gar nicht mal so verkehrt. Muss dann alles abklabbern. Ja, ich muss mir die ganzen 80 Folgen nochmal anschauen. Ja, genau. Nee, ich glaube, es wird ja eh auf der Karte angezeigt, wo das ist. Warum kann ich die nicht ändern? Weil ich sie nicht habe oder weil ich sie nicht wirklich besitze? Was denn? Die Waffe. Ach so. Es gibt manche Waffen, die sind so... Die Special-Waffen kannst nicht anpassen. Ja, genau. Die haben so einen Kranz außenrum bei der Auswahl. Nö, hat die nicht. Oder du hast die halt gerade aufgenommen von einem Gegner. Ja, genau, das war's. Ja. Dann kannst du die nämlich auch nicht anpassen. Also dann werden die halt auch nicht gespeichert. Was auch ziemlich dumm ist, mal nebenbei haben wir mehr. Ja, aber... blöd ist, wir haben jetzt nur einen LKW. Wir könnten auch was anfordern. Stimmt eigentlich. Guck. Oh. Hübsch. So, ich dann. Hol mal Mr. Fischer. Genau. Wir können gleich was Neues anfordern. Die 3-Punkt-Wende. Hat sie? Warte. Will gerade eine Waffe aus. Naja. Ja gut, dann können wir hier eigentlich schon mal die Folge beenden. Dann fahren wir von der nächsten Folge da runter. Jo. Und schauen uns das mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.